Modellversuch zur Prinelherde. Die Härteprüfung nach Prinel beruht darauf, dass ein kugelförmiger Eindringkörper mit definierter Kraft auf die Werkstoffoberfläche gedrückt und die erzeugte Eindruckoberfläche ausgewertet wird. In unserem Modellversuch verwenden wir einen sogenannten Vorkörner, der aus einer genau definierten Höhe auf eine Werkstoffoberfläche fallen gelassen wird. Diesen Versuch führen wir sowohl mit verschiedenen Werkstoffen als auch mit unterschiedlichen Fallhöhen durch. In der Industrie stehen Maschinen zur Verfügung, die neben einer Haltevorrichtung für den Eindringkörper auch noch ein Mikroskop Objektiv besitzen. Der Durchmesser wird gemessen und das Prüfgerät berechnet die Prinelhärte. Bei unserer Bleiprobe können wir die Eindringtiefe gut erkennen. Die Prinelhärte ergibt sich in der Berechnung aus der Prüfkraft F in der alten Einheit Kilopoint dividiert durch die räumliche Eindruckoberfläche A in Quadratmillimeter. Die Einheit der Prinelhärte wird angegeben in HB,